Eine Schande. Weine nicht, Sopo. Ich werde unermüdlich kämpfen, also weine nicht. Wahn, lass uns den Nebel loswerden. Lass uns den Nebel aus Byron vertreiben. Nun gut. Soll ein alter Mann wie ich euch ein paar Kampfkünste lehren? Nein. Wir haben soweit die Kampfkünste, die er uns beibringen könnte, haben wir schon. So, immerhin. So, irgendwas war hier doch noch, was ich kaufen wollte. Ah, genau, die Retterkleidung. Wo wir gerade hier sind. Waren wir jetzt nicht direkt damit ausrüsten? So, und jetzt wollen wir mal eben kurz bei dem Itemhändler gucken. Vielleicht mal ein bisschen was für Mana kaufen. Achso, übrigens, das sind jetzt Bonus-Items, die wir hier kaufen können. Die man normal durch die Karte, die wir in Rinnelm gekriegt haben. Normalerweise würde man die jetzt hier nicht kaufen können. So. Magisches Blatt. Kaufen wir mal zwei Stück. Ah, hier kann man auch schon die Heilblume kaufen, die dann 800 GP gibt. Kaufen wir mal auch. Ja, machen wir die 5 voll damit. So, sehr schön. Da war noch eine Phoenix drin scheinbar in der... Eigentlich wollte ich sie ansprechen. Maya ist noch im Schlafsaal. Bevor Sonji angriff, hörte ich den Schrei einer Kreatur, den ich niemals zuvor gehört hatte. Ich möchte gerne allen helfen, aber das Einzige, was ich kann, ist kochen. Wollt ihr essen, bevor ihr geht? Klar. Weil ich glaube, dadurch füllt sich unsere Anzeige, unser Leben und alles wieder. Sehr schön. Und weiter geht's. Dadurch haben wir schon mal wieder volles Mana, volles Leben. Speichern noch mal kurz. Speichern abgeschlossen. Sehr schön. So, dann wollen wir mal weiter. Oha, da ist Maya. Wahn, das ist ein Seru-Monster. Schluck. Oh nein. Ah. Maya. Es ist Maya. Sie hat sich in einen Seru verwandelt. Maya, warte. Maya, ich mach dir diesen Seru weg. Warte, ich nehme ihn dir ab. Noah, halt. Aber... Wenn du ihn ihr so abreißt, wird sie sterben. Warum? Ich verstehe nicht. Hör zu, Noah. Hör gut zu. Du darfst nie einen Seru von einem Menschen reißen, wenn der Nebel da ist. Der Seru und der Mensch sind eins, deswegen sterben sie, wenn du das tust. Es gibt nur einen Weg, einen in ein Seru-Monster verwandelten Menschen zu befreien. Oh mein Gott, ey.
Heute sind die Sätze für mich irgendwie Zungenbrecher mal wieder. Und zwar den Nebel zu vertreiben. Du sagtest, es gibt einen Genesis-Baum im Osforswald, richtig? Ja. Wenn du Maya helfen willst, musst du den Genesis-Baum dort aufwecken. Dann wird Maya wieder ein Mensch? Nur, ich würde dich nie belügen. Maya, ich verspreche, den Nebel zu vernichten. Und ein Brief liegt hier. Sieht aus wie ein angefangener Brief von Maya. Möchtest du ihn lesen? Ja. Wann liest den angefangenen Brief? An meine Tochter Mai. Heute erreichte Van Byron und erzählte mir von Juno. Ich war geschockt und habe sehr geweint. Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, wie einsam du jetzt sein musst. Als du noch ganz klein warst, verließ ich dich und kam nach Byron. Ich ging wegen des Nebels weg. Bitte vergib mir, dass ich dich in Rinelm zurückgelassen habe. Van sagt, ich kann mit ihm zurückkommen, aber es gibt etwas, das mich noch eine Weile in der Abtei Byron hält. Bitte verzeih mir, es gibt hier zwei Weise, Sonji und Gala. Sie sind so alt wie du und sie sind wie meine Söhne. Meine Verpflichtung hier zwingt mich zu bleiben. Ich denke sicher, dass du mir egal bist. Du denkst sicher, dass du mir egal bist, aber das stimmt nicht. Ich weiß, dass die Leute im Dorf dir helfen. Bitte vergib. Hier endet der Brief. Ja, romantische Romane. Muss ich nicht unbedingt lesen. Nun gut, Maya hat sich entschlossen, nicht nach Rinelm zu gehen. So, jetzt müssen wir Gala finden. Hier haben wir zwei Cedar. Ah, alles klar. Zack. Obwohl. Angreifen. Kann sie schon? Oh ja, sie kann schon die 5. Sehr schön. Oh ja, und das reicht auch schon, um zu töten. Oh, schön. Alles geblockt. Okay, wir haben gerade schon wieder so Lag-Spikes. Ist heute aber schlimm. Naja, so läuft es einigermaßen flüssig. Ich glaube, es liegt an den Kämpfen. Wartet einen Moment, beide. Ich habe die ganze Abtei gecheckt. Alle sind entweder tot oder in Seru verwandelt. Das kann nicht wahr sein. Sonji hat das alles getan? Wie konnte er das nur tun? Was hat er sich gedacht? Ich muss mit Sonji reden. Ich muss rausfinden, warum er das getan hat. Aber... Wann, Noah? Werdet ihr jetzt zum Osforswald gehen? Ja, das war unser Plan. Ich wusste es. Ich weiß, dass Sonji im Osforswald auf mich wartet. Wenn der Genesis-Baum noch lebt, werde ich ihn wiederbeleben und die Abtei vom Nebel befreien. Nachdem wir zusammen gereist sind, weiß ich, wie stark ihr jetzt seid. Ehrlich gesagt, traue ich mich eigentlich nicht, ohne euch zum Osforswald zu gehen. Ich brauche eure Kraft. Bitte, nehmt ihr mich mit? Klar. Sicher doch, freilich. Danke, ich danke euch von ganzem Herzen.
So, und dann wollen wir doch mal aufbrechen. Richtung Osforswald. Skala jetzt eigentlich auch nochmal komplett hochgeheilt. Jawohl, ist er. Okay. Eine Hornisse und ein Gombo. Alles klar. Du greifst den Gombo an. Du machst Zauberkraft. Und du greifst mal die Hornisse an. Mal gucken. Oh Mann, der Balken ist schon so lang bei Noah. Ha, eine Vierer-Attacke und der ist hinfällig. Naja, irgendwie macht er immer noch keinen wirklichen Schaden, der Gala. Doch, du machst jetzt mal Zauberkraft. Du greifst an. Ich würde sagen, machen wir nochmal die Super-Kombo. Und zwar war das hoch-tief. 1, 2, 3, 1, 2. Und du machst einfach Zauberkraft, du kommst eh nicht dran. Jawohl. Und da sind wir nun im Ostwald. Moment mal, alle. Ich spüre etwas. Ich spüre Sonjis Anwesenheit. Sonji ist hier. Wahr, Noah, ihr müsst mir beide etwas versprechen. Auch wenn Sonji vor euch steht, kämpft nicht mit ihm. Ich weiß, das ist viel verlangt, aber wenn seine Seele, wie ihr sagt, von einem Zero besessen ist, will ich mich um ihn kümmern. Ich will euch nicht länger aufhalten. Los, schnell. Ja, und da bittet Gala dann darum, dass nur er gegen Sonji kämpft. Im Grunde genommen dann. Mal schauen, ob das gut geht. Ein Gisarm, eine neue Art. Das heißt Zauberkraft, Zauberkraft. Und du schwächst den schon mal vor. So.